Hallo, herzlich willkommen im Kirchenkreis an Sieg und Rhein. Schön, dass du reinschaust. Ein neues Jahr beginnt. Es liegt vor uns wie eine neu zu öffnende Tür. Geheimnisvoll, so wie diese Tür hier. Was wird sich wohl dahinter verbergen? Was wird das neue Jahr wohl für uns bringen? Wie auch immer das Jahr wird, es gibt ein Versprechen von Jesus Christus, das uns begleiten soll. Er sagt: Wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Bei ihm sind wir eingeladen. Bei ihm können wir Kraft tanken. Was das für dich heißt, dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Bist du bereit für eine Geschichte? Dann lass uns gemeinsam die Tür zu der Geschichte öffnen. Es war einmal eine Grille. Die genoss den Sommer, sie lebte in den Tag hinein. Sie machte Musik, sie zirpte, spielte auf ihrer Geige und liebte einfach so das Leben. Sie machte sich keine großen Gedanken um irgendwas. Oft kamen auch andere Tiere und hörten ihr zu. Ein Käfer tanzte sogar zu ihrer Musik. Vögel kamen und sangen mit ihr zusammen, musizierten gemeinsam. Andere Tiere aber warnten sie und sagten: Hey Grille, pass auf, irgendwann wird der Winter kommen. Was machst du dann, Grille? Du hast keine Nahrung, du hast keinen Unterschlupf, du musst dich kümmern. Ach ja, sagte da die Grille. Das wird sich schon finden. Jetzt ist Sommer, der Winter ist noch weit. Das schaffe ich schon. Doch es dauerte gar nicht so lange. Da fing es mehr an zu regnen. Alles wurde kühler und dunkler. Und die Tiere begannen sich nach und nach zu verstecken. Die Grille, sie schützte sich erst einmal unter einem Gebüsch und dachte: Ach, ich warte den Regen ab. Irgendwann hört es schon wieder auf, dann werde ich meine Nahrung sammeln und mir einen richtigen Unterschlupf machen. Der Regen hörte zwar auf, doch es wurde nicht mehr wärmer und die Grille zitterte schon. Sie konnte sich kaum noch bewegen. Und dann fiel auch noch der erste Schnee. Nun war es Winter. Jetzt fror die Grille so richtig. Und sie dachte: Ach, ich mache mich auf den Weg zu den anderen Tieren. Sicher kann mir jemand helfen. So klopfte sie zuerst am Ameisenhügel. Liebe Ameise, kann ich bei euch Unterschlupf finden jetzt im Winter? Nein, Grille. Du würdest all unsere Gänge kaputt machen. Ich hab dich doch gewarnt. Warum hast du dir nicht früher etwas gesucht? So ließ die Ameise die Grille einfach stehen. Die Grille machte sich weiter auf den Weg und fragte nun bei den Mäusen: Liebe Mäuse, könnt ihr mir helfen? Kann ich bei euch den Winter verbringen? Nein, Grille, das geht nicht. Wir haben keinen Platz, wir sind schon so viele. Warum hast du dir denn nicht früher etwas gesucht? So halfen auch die Mäuse der Grille nicht weiter. Und sie suchte weiter. Und sie fragte bei den Vögeln an ihrem Nest: Liebe Vögel, kann ich bei euch im Nest den Winter verbringen? Ich friere so schrecklich. Und wir haben doch immer so schön zusammen Musik gemacht. Ja, Grille, aber warum hast du denn nicht früher daran gedacht? Wir haben hier keinen Platz für dich. Wir können nächstes Jahr wieder Musik machen. Jetzt müssen wir uns ausruhen.
Ach, die Grille, sie war jetzt schon ganz verzweifelt. Da sah sie mitten im Schnee einen Maulwurfshügel. Und sie klopfte bei dem Maulwurf. Lieber Maulwurf, kann ich bei dir den Winter verbringen? Hast du Platz für mich in deinem Bau? Und der Maulwurf antwortete: Herzlich gerne, liebe Grille. Ich habe mich im Sommer immer so über deine Musik gefreut. Ich kann ja nicht gut sehen, aber hören kann ich. Und das tat mir so gut. Komm rein. Du machst für mich Musik und ich teile mit dir meine Vorräte. Oh, da freute sie Grille sich sehr. Und die beiden verbrachten einen ganz gemütlichen Winter und waren füreinander da. So wie der Maulwurf lädt Jesus uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Egal mit wem wir gerade Probleme haben oder was uns mutlos macht oder wo wir allein sind. Bei Jesus stehen uns alle Türen offen und wir stehen nicht alleine da. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Deshalb geh mit Gottes Segen, mit Jesu Worten durch das neue Jahr 2022. Und sei dir ganz sicher, Jesus geht mit und er macht dir Mut und lässt dich nicht allein.